Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Wizen und ich würde sagen, wir gehen direkt in diesen Tempel, oder? Dürfte das Beste sein. Was sollen wir denn in dem Tempel tun? Ja. Oh, hi. Freundliche Leute. Hey du, pass auf, wo du hinrennst. Die scheiß Ruine hier ist saugefährlich. Wieso? Wegen der Kristalle? Was ist denn los? Die ganze Aktion hier ist eine einzige Katastrophe. Fincher sagte, geht mal eben zum Osttempel und plündert die Bude. Also sind wir aufgebrochen und hier rein in die Ruine. Mhm. Und jetzt stehe ich hier schon eine Ewigkeit und keine Sau kommt wieder raus aus dem Ding. Oh. Wenn ich gewusst hätte, was mich hier erwartet, hätte ich mich bestimmt nicht freiwillig gemeldet. Huch, um wie viele geht's? Wie viele Männer seid ihr? Wir waren zu 6, 3 Kämpfer und 3 Schatzsucher. Einer der Schatzsucher ist vor lauter Blödheit in die Falltür da drüben gefallen. Ich sag noch, pass auf, du Idiot! Und schwupp, weg war er. Die anderen sind durch den Gang da hinten gelaufen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Vielleicht sollten wir sie suchen. Aber... Einer der Schatzsucher ist durch die Falltür gefallen. Ja, verdammt, genau so war's. Wenn du mir nicht glaubst, dann spring doch hinterher. Aber beschwer dich nicht, wenn du da nicht wieder rauskommst. Okay, und was solltest du hier tun? Wie genau lautet dein Auftrag? Ich soll hier den Eingang bewachen. Sagt wer? Danilo, mein Boss. Fincher, der Leibwächter des Don, hat Danilo befohlen, erst wieder ins Banditenlager zurückzukehren, wenn hier kein Krümel Gold mehr zu finden ist. Ich möchte mal wissen, wie er das schaffen will. Er kann doch noch nicht mal seine Leute zusammenhalten. Mhm. Was habt ihr bisher gefunden? Nicht viel. Ein bisschen Goldkram. Aber die Ruine hier geht tief in den Berg hinein. Weiß der Henker, was da unten noch auf uns wartet? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei dem Bau hier. No. Ich schau mir den Schlamassel mal genauer an. Ah, warte. Und wenn deine Kollegen jetzt deine Hilfe brauchen? Ich soll genau hier Wache stehen und gewöhnlich tue ich, was man mir sagt. Ja, du bist ein wahrer Held. Wenn du Danilo siehst, dann sag ihm, er soll sich beeilen. Ich setze hier langsam Moos an. Ja, mach ich. Ich werde Danilo ausrichten, dass du hier wieder raus willst. Moment. Wenn du ihm das so sagst, dann denkt er doch, dass ich Angst hätte. Nee, warte mal. Erzähl ihm einfach, dass hier oben alles nach Plan läuft, ja? Ja. Erstmal muss ich ihn finden. Gut. Mach das. Ich bin so lange hier oben. Natürlich. Ja. Ich schau mir den Schlamassel mal genauer an. In Ordnung. Aber sei vorsichtig. Diese Viecher, die hier aus allen Mauerlöchern kriechen, sind verflucht gefährlich. Okay. Du machst das schon. Ja. Denke ich auch. Hoffe ich zumindest. Natürlich. Ey. So viel zum Thema der Falltür. Boah, hab ich mich erschrocken. Da ich richtig die ganze Luft eingeatmet, die hier war. Im ganzen Raum. Ah, okay. Recht so. Oh. Okay, so viel zur Entscheidung. Scheiße, aber ich hoffe, am Ende haben wir alle Leute zusammen. Möglichst früh schon, damit ich hier möglichst schnell damit ich möglichst schnell nicht mehr alleine bin in diesen Höhlen. Das ist nicht so mein Freundesfall. Da ist doch einer. Hallöchen. Böchen. Halt! Oh. Wer da? Spiel dich nicht so auf. Ich bin gekommen, um euch den Arsch zu retten. Was denn? Du? Weißt du eigentlich, was hier los ist, Mann? Nicht nur, dass dieser Tempel völlig marode ist und jeden Moment droht einzustürzen. Überall lauert der Tod hier unten. Oh, das ist blöd, aber wer führt euch an? Wo ist euer Anführer? Danilo habe ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Er ist mit diesem verrückten Schatzsucher da drüben in dem Gang verschwunden.
Wollte nur mal eben sehen, was es da zu holen gibt. Aber weder er noch der Schatzsucher sind da je wieder rausgekommen. Wenn du mich fragst, sind die beide verreckt. Oh. Ich werde nach Danilo suchen. Du bleibst hier und hältst die Stelle. Nein, du kommst mit. Mich kriegen ohnehin keine 20 Mann weiter in diese Ruine rein. Du, das ist doch... Unglaublich. Ich will, dass du mitkommst. Wer bist du? Dieter! Wie geht die Arbeit voran? Mühsam. Bin ganz alleine. Ach. Wie geht's deinem Bruder, Olf? Olf, ist irgendwas Schlimmes passiert. Ich kann das fühlen. Du musst ihm helfen. Er ist in großer Gefahr. Okay. Beruhige dich. Ich werde deinen Bruder Olf schon finden. Ja, finden wirst du ihn sicher. Aber wenn du dich nicht beeilst, ist er dann vielleicht schon tot. Na ja. Was hast du bisher gefunden? Ein bisschen Goldkram. Zu viel, um zu sterben. Zu wenig, um zu leben. Oh. Das einzig Interessante ist dieser Altar dort drüben. Er scheint über einen komplizierten Mechanismus mit der Gittertür dort verbunden zu sein. Das ganze Ding ist mit einer Technik verarbeitet worden, die mir gänzlich unbekannt ist. Eins ist schon mal klar. Die Erbauer dieser Tempelanlage waren hochentwickelt. Was schlägst du da genau? Ist doch nix. Ist doch nur so eine Tür. Altar. Nein. Nicht. Ein Anti-Magie-Kristall. Oh, nicht. Muss ich da vielleicht Gold drauflegen? Auch nicht. Aber irgendwas ist da schon passiert. Auch nicht. Was soll ich denn da drauflegen, bitteschön? Ein Schmiedehammer. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwas, was schwer ist. Dietrich. Auch nicht. Eine Pfanne kann ich mir kaum vorstellen. Ärmel. Warum? Oder vielleicht ein Werkzeugbeutel. Ja. Eisenbrocken, Wolfschweinfelle. Schlüssel. Auch nicht. Keine Ahnung. Na, weiter gucken. Vielleicht finde ich ja irgendwas Interessantes. In dieser Kiste zum Beispiel. Eine Telekinese. Naja, noch nicht ganz. Was ist hier? Gräber. Obsidian. Ein Sarkophag. Guckt nicht bitte rein. Und jetzt mittlere magische Heilung. Oh. Dass diese Waffe die Seelen seiner Opfer frisst. Aha. Ja. Was ist da? Ach du Scheiße, ich sagte doch, das ist nicht gut. Oh ja! 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 Oh ja! Ja! Oh ja! Oh, weiter! Okay, das war jetzt problemlos. Ich dachte doch, das ist nicht gut, immer in diese Särge reinzugucken. Oh nein! Nein! Diese Dinger sind die Hölle. Ah, ich hasse euch.
Scheiße, diese Dinger. Meine Fresse, die Dinger sind so grauenvoll. Nächster Versuch. Ich versuche sie zu den anderen Leuten zu locken. Ich hasse diese Teile so sehr, so abgrundtief. Hi. Hi. Vielleicht komme ich ja mit einem schließlich noch klar. So, geht doch. Das Mistvieh ist hinüber. Na, es ist gut. So, und den nächsten. Boah. Mein Puls ist so auf 1 Million gegangen, als ich dieses, die Dinger sehe, ne? Ja. Oh, ja. Ja. Meine Güte. Die schlimmsten überhaupt. Oh, Danilo. Ja. Die ist jetzt nicht so der beste. Sieht aus wie eine Drachentafel oder wie auch immer die Dinger heißen. Des Platz bestimmt. Nicht? Aber es gibt direkt Erdbeben, na toll. Eine der Dinger, die Münze oder die Büste, muss ich bestimmt auf den Altar setzen. Ob ich weitergehen sollte? Nein. Erstmal zurück und denen das erzählen, dass Danilo tot ist. Und ich diesen einen Ghoul da erledigt habe. Güter, dein Chef ist tot. Frag jemand anderen. Adon, da. Danilo ist tot. Ich fand ihn drüben in einer der Höhlen. Dieser verdammte Idiot. Was machen wir denn jetzt? Puh. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich will wissen, was hier unten in dem Tempel vor sich geht. Wenn du unbedingt den Helden spielen willst, bitte. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber du bringst mich sicher nicht dazu, dir zu folgen. Ja, ja, schon gut. Hab auch nichts anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Dann bleib wenigstens hier und sichere den Rückzug. Gute Idee, Mann. Ich bleib einfach hier. Ja, yeah. Danke. Toll. Vielleicht kann ich den da oben überzeugen, dass der mitkommt. Ja, Mann, ich hab keinen einzigen, der mir hilft. Das ist doch nicht mehr zu fassen. Hi. Danilo ist tot. Scheiße. Ich hab's geahnt. Lass uns alles einsammeln, was wir bisher haben, und dann ganz schnell verschwinden. Du bleibst hier erstmal auf deinem Posten. Nein! Ich hab noch nicht bekommen, weswegen ich hier bin. Na gut, aber beeil dich damit. Mir wird's hier langsam zu heiß. Boah, Leute, ihr sollt mir doch folgen und nicht ja stehen bleiben. Wenn der nichts macht, was ich will. Das kann Skyrim. Eigentlich gibt es in Skyrim, sag ich mal, annähernd gar nichts, was ja nicht meiner Vorstellung quasi entspricht. Oder nicht meiner Vorstellung entspricht, das schon vielleicht, dass man hat immer was, worüber man sich beschweren kann, aber ich meine Entscheidungen, die nicht meiner Vorstellung entsprechen. So, und eine der Sachen kann ich doch bestimmt hier drauflegen. Ich denke fast die Münze. Oh, okay. Dann die alte Büste. Aha. Ich gehe mal lieber rein. Hier die Münze. Nicht. Das ist nur so aus Interesse.
Will ich das schaffen? Das ist eine schlechte Idee. Okay. Nicht. Aber warum die Münze nicht? Gibt es da noch was? Da ist noch so ein Altar, verdammt. Naja, das ist eine schlechte Idee, ich weiß. Das ist eine schlechte Idee. Okay, dann muss ich wohl doch weiter in die Höhle rein. Toll. Da freue ich mich, ja. Also gehen wir weiter. Alleine. Ohne jegliche Hilfe und Unterstützung. In den auf jeden Fall unaufhaltsamen Tod. Schon wieder so einer. Wie dich diese... Diese Scheiße, ne? Mit diesen verfickten Ghoulen. Ich hasse sie so abgrundtief. Genau wie diese Ladezeiten, ähnlich. Natürlich. Meine Güte, wie ich diese Dinger hasse, ne? Die können nichts. Die sind zu nichts zu gebrauchen. Irgendwie Schlimmeres. Ja, das ist gut. Da gehe ich dann mal lieber direkt hin, wenn da schon jemand ist. Hi. Ulf! Du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Du hast mir schon geholfen, mein Freund. Du hast dieses dämliche Gitter wieder geöffnet. Ich war mit Danilo hier in den Grab. Ich bin wie ein Verrückter hier runter geflohen und habe mich versteckt. Dummerweise habe ich dabei irgendeinen Mechanismus in Gang gesetzt, der dieses Scheißgitter hinter mir schloss. Aber dank dir komme ich hier wenigstens wieder lebend raus. Ja. Wie war das doch gleich? Bester Schatzsucher der Welt, ja? Du kannst ja noch nicht mal auf dich selbst aufpassen. Ja, ja. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich habe mir den Job hier ganz anders vorgestellt. Wer hätte mit einer solchen Gegenwehr von Viechern gerechnet? Normalerweise findet man in solchen Ruinen höchstens mal ein paar Ratten. Doch in diesem Bau hier wimmelt es ja geradezu vor Viechern und Gefahren. Okay. Was hast du bisher gefunden? Nicht viel. Nur diese Büste hier. Sie scheint aus Gold oder einem ähnlichen Material zu sein. Gib sie mir bitte. Gib mir die Büste. Das Ding scheint dich ja sehr zu interessieren, was? Nun, wenn das so ist, dann 500 Goldmünzen. Ich hab dich gerade befreit. Was? Erst rette ich dir das Leben, und jetzt willst du mir noch den hier gefundenen Krempel verkaufen. Naja, was soll ich da noch sagen, ohne dass du mir gleich den Kopf abreißt? Keine Ahnung, wie wär's mit Danke, dass du mir geholfen hast. Und hier ist deine Belohnung. Ja, ja, schon gut. Hier hast du das Ding. Danke. Hier komme ich nicht raus, ne? Nein. Okay, kann ich den... Schade. Das wäre auch lustig gewesen. Ja, bis dahin. Tschüss.